Was, das neue Video? Das ist doch das neue Video. Oh nein. Ah! Metal Lord. Oh, Junge. Hör doch auf, meinen Namen auszustarten für Klicks, du Dreckiger. Du Dreckiger. Ich weißt du, das ist das, wieso ich niemals wollte, dass Rainer und ich in irgendeine Verbindung gebracht werden. Ja, steck mir den Scheiß. Philipp, nein, das ist nicht für meine Mutter. Für deine Mama. Nein, geht das nicht. Philipp, nein. Da steht Spenden für Axel und nicht Spenden für Petra. Warum? Was hat denn der gespendet? Nix. Neue Hose? Oh, zeig mal die Kamera. Das möchte ich nicht. Zeig doch mal, zeig jetzt mal. Nein. Gib jetzt mal her die Hose. Nein, das geht nicht. Warum? Warum denn? Ist da ein Scheißfleck drin? Ja. Nice. Nein, das ist für mich so. Das ist der Punkt, wo ich mir sage, hey, das wollte ich niemals. Ich wollte niemals mit Rainer in eine Schublade gepackt werden. Ich wollte noch nie mit Rainer irgendwie. Hallo Nicole, nein, ich wollte niemals mit ihm zusammen in Kontakt gebracht werden. Weil ich mit diesem Typen nichts zu tun haben möchte. Axel ist sexuell auf höchstem Level der Erotik. Amon King, Dankeschön für deine Donation. Nein, ich grüße dich, Amon King 33. Nee, ich will einfach mit dem Typ nichts zu tun haben. Welche Flasche Fiete? Na was? Flasche Fiete. Was? Wasser? Nee, ich will mich ja nicht waschen. So. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, heute mal mit einem Wir gucken etwas uns das jetzt alles Thema. An. Und wenn ich mich jetzt zum Heuchler mache, ist es mir ehrlich gesagt mittlerweile auch egal. So, eine Sache muss ich jetzt hier zwischendurch noch schnell reinschmeißen und zwar einmal die Sache. Oh fuck, Bruder, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab die Pfandflasche mit, das tun die ersetzen. Dann musst du nicht so viel bezahlen, dann fahr dann nicht so nix. Danke. Bitte. Hey, was habe ich jetzt drauf gedrückt? Tasche, ah, jetzt hier. Metal Leute, Servus. Metal Leute. Ein herzliches Willkommen ja, beim Drachen. Steck mir den Schein in die Ritze. Philipp, wie gesagt, ich Lass bin nach dem Stream bin ich immer auf dem TS. Heiße da G3EK. Ja, danke für deine Donation. Also nach dem Stream oder vor dem Stream generell den ganzen Tag bin ich auf dem TS. Während dem Stream auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht. Da habe ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich da mit fremden Leuten rede. Junge, was ist das? Mama? Axel ist sexuell auf höchstem Level der Erotik. Nein, Trammy, du bist nicht fremd. Trammy, danke für deine Donation. Junge, wenn du mit Philipp donated hast, ne? Wenn du mit Philipp donated hast, dann, Junge, dann kann ich auch nichts machen, Trenny. Ah, warte mal. Konversation. Axel ist sexuell auf höchstem Level der Erotik. Was? Danke für deine 4 Euro. Warte, ich muss das im Replay sehen. Deine Mom ist voll nice. Dankeschön. Ja, Mann. Die ist richtig. Ja, meine Mutter ist echt. Ja. Also, wir haben jetzt eine Konversation und shoppen mit einem P. Ehrenmann. So, weiter geht's. Ja, heute mal mit einem etwas nervigeren Thema. Und wenn ich mich jetzt zum Heuchler mache. Ganz ehrlich, ey, ich werde das Video immer ein bisschen anhalten zwischendurch und werde zu dem Thema was sagen. Wenn es denn so ein nerviges Thema ist, Rainer, warum bist du so ein Volldepp und machst darüber extra ein Video, wenn es so nervig ist? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Du hast keinerlei Nachteile, wenn du da kein Video drüber machst, weil du hast da keinerlei Nachteile. Die Leute hassen dich sowieso. Ja, ist doch scheißegal, ob du jetzt ein Video drüber hast oder nicht. Du machst das nur, weil du dich mit Beef hochziehen möchtest. Du möchtest Klicks und Reichweite durch Beef generieren. Das wollen die Leute sehen. Die Leute wollen sehen, wie zwei richtig übergewichtige Menschen sich im Internet gegenseitig beleidigen. Das möchten die Menschen sehen, ja?
Du wirst diesen Clip, den wird wahrscheinlich wieder jemand hochladen. Ich fordere dich hierzu auf, benutze nie wieder meinen Namen in irgendeinem Titel oder in irgendeinem Video oder sonst wo. Nimm den Namen nicht mal in den Mund. Lass mich einfach in Ruhe, Rainer. Ich will nicht mit dir in Verbindung gebracht werden. Du bist für mich ein komplett ekelhafter, menschlich gesehen, ja? Körperlich natürlich auch, aber ich habe auch fettige Haare. Aber körperlich, menschlich gesehen, bist du für mich Schmutz, ja? Körper, menschlich, ja? Körper, Junge, ich muss die ganze Zeit auf diese Facecam starren, ja? Menschlich gesehen, bist du für mich Schmutz. Albrecht! Ich grüße deinen Tomatenfreund Max. Danke für deine Donation. Nein, wie gesagt, ja. Ich fordere dich hierzu auf. Ich weiß, du wirst das sehen. Du brauchst dich da nicht rausreden wieder mit deinem, ich hab das nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt. Und dann dich wieder irgendwie schlecht rausreden in deiner Blase. Da kannst, brauchst du gar nichts sagen. Ja, du wirst es sehen. Ich fordere dich hiermit auf. Red Dad, Dankeschön für deine 5,49. Danke, ja Mann, meine Mutter ist richtig nice, ne? Ja, auf jeden Fall, ich fordere dich dazu auf, ich habe gar keinen Bock, mit dir in Verbindung gebracht zu werden. Du brauchst doch nicht in einen Titel schreiben, es hat begonnen. Junge, es hat heute begonnen und heute wird es auch enden, ja? Du wirst nichts mehr machen mit mir, mit meinem Namen oder sonst wo. Ich will nie wieder von dir erwähnt werden. In gar nichts mehr. Das ist ja Fremdscham, Junge. Ja, steck mir den Schein in die Ritze. Das nächste mein Einkauf von. Du meinst meine Nahrungsmittelbeschaffung von. Das nächste mein Einkauf von. Warte mal, Mama. Mama. Du bist zwar immer noch da. Ja. Nee, ich. Weißt du was? Nee, ich geh gleich einkaufen. Nee, seit 2 Stunden sagt sie, ja, ich gehe jetzt zur Tankstelle. Nee, auf jeden Fall, Rainer, ich möchte nicht mit dir in Verbindung gebracht werden. Warum machst du das? Was ist das denn jetzt? Kann ich was machen? Was denn? Ich hol dir gerade ein bisschen das Schweiß ab. Ich habe keinen Schweiß im Gesicht. Ist Wasser? Ekelhaft. Ich weiß, dass du Nein, nee, ich habe keinen Schweiß im Gesicht. Ja, so ein bisschen ab. Ich habe keinen Schweiß. Oh, mein Bubel, lecker. Wie früher, Popo-Wäsche. Oh. Excel sexuell auf höchstem Level der Erotik. Ja, danke. Bitte. Linus, danke. Popo. Nein. Du musst das aufhören. Nein. Ich sag's Nein. Junge. Ja, hör auf, Junge. Nee. Auf jeden Fall, Rainer. Ne? Halt einfach die Fresse, Junge. Du bist so ein Bastard. Ist mir ehrlich gesagt mittlerweile auch egal. Ist mir egal, deswegen mach ich wieder. So, eine Sache muss ich jetzt hier zwischendurch noch schnell reinschmeißen. Ah! Und zwar einmal die Sache. Axel, tut mir den Gefallen, falls du das hier siehst, und reagiere nicht darauf, weil ich werde darauf wiederum reagieren. Ich werde mich nicht von dir unterbuttern lassen und ich lasse mich auch nicht von dir irgendwie vorführen. Für alle anderen gilt... Warte kurz, du lässt dich nicht von mir vorführen, warte. Ah, stimmt, Rainer, du hast ja Video hochgeladen. Du führst dich hier gerade selber vor, du Depp. Ich werde in diesem Video, beziehungsweise in dieser Folge, 3 Folgen machen, oder in diesem Danke. Video 3 Folgen machen, was? Weil eine Folge leider ich zu lange ist. Ich reagiere gerade auf ein Video, was... Ja, mach das. Hä? Mach das, bring das her, das nehme ich gar nicht. Aber hör auf zu rülpsen. Ich sehe nämlich auch, dass man da so viel Geld bezahlt. Nadel, danke für deine 5 Euro, aber ich kann dir nicht meine Handynummer geben. Das so kann ich nicht machen. Was? Jetzt habe ich wieder was verpasst. Oh Mann! Maxis, danke, nach Braunschweig würde ich gerne. Was? Wann kommt ein felsischer Livestream? Da muss meine Mutter fragen. Die geht live heute Abend auf ihrem Kanal. Ja. So. Können wir jetzt reagieren oder... Hallo? Hallo? Wer, ich? Nein, ob ich jetzt hier meine Ruhe kurz habe? Ja, ich hole der Wagen. Gehst du jetzt zur Tanke? Ja. Wann? Jetzt. Ja, wann ist jetzt? Jetzt. 1 Minute, 2. Hä? Ich was? Nee. So. Was, Linus? Danke. Schön. Ja, so, pass auf. Also, wir haben jetzt Ruhe. Nice. So. Nicht darauf, weil ich werde da...
wenn ich mich jetzt zum Heuchler mache. So. Es geht los. Ist mittlerweile auch egal. So, eine Sache muss ich jetzt hier zwischendurch noch schnell reinschmeißen. Und zwar einmal die Sache. Und zwar die Brücke. Axel, tu mir bitte den Gefallen, falls du das jetzt siehst, und reagiere nicht darauf, weil ich werde darauf wiederum reagieren. Ich werde mich nicht von dir unterbuttern lassen und ich lasse mich auch nicht von dir irgendwie vorführen. Für alle anderen gilt, ich werde in diesem Video, beziehungsweise in dieser Folge, drei Folgen machen, weil eine Folge leider zu lang gewesen wäre. Oh, mein Name ist Rainer, der Axel, der will kein Video mit mir machen, deswegen muss ich einen Dreiteiler machen, wie Herr der Ringe, ja. Das, jetzt sagen viele voll, ja, das ist aber ein Sechsteiler. Nein, der Hobbit sind nicht zu Herr der Ringe. Rainer, deine Existenz ist gescheitert. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Teil 1, es hat begonnen. Du wärst locker ein richtig geiler Schriftsteller geworden für irgendwelche abartigen Hentai-Filme oder sowas, ja. Aber, Junge... Für mich gibt es so viele Aktionen, Lügenlord, Haterlord, was weiß ich, da kann man auch noch Heuchlerlord dazu machen. Hashtag Heuchlerlord. My name is Heuchler. So, glaube ich, geht das, ne? Wie auch immer. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und wir werden heute auf Exler reagieren, der auf mich reagiert hat, der vermutlich wiederum darauf reagieren wird, dass ich darauf reagiere. Ich habe mich oben extra schon oben in die Ecke gesetzt, damit man die... damit die Facecams... Warte! Warte, wir haben einmal meinen Stream, wir haben einmal Rainers Facecam, wir haben einmal meine Facecam, wie ich darauf reagiere, dass Rainer auf mich reagiert. Und jetzt haben wir noch eine Facecam oben rechts, wie Rainer darauf reagiert, wie ich auf ihn reagiert habe, während er auf meinen Stream reagiert. Ehrenmann, Junge! Dass ich nicht gegenseitig in die Quere komme. Also ich habe einen Stream gemacht auf Juno, das ist das hier quasi im Hintergrund. Und daraufhin hat wiederum... Exler darauf reagiert und darauf werde ich jetzt reagieren. Ja. Also ich habe eine Kleinigkeit schon vorbereitet und zwar dieses Bild hier. Das liegt einfach nur daran, schon bis ungefähr, bis ungefähr hierhin schon gesehen hatte. Ich einfach mal zeigen wollte, wie das wie das heute aussehen hat, weil er sich nämlich bei dem, was er gleich macht, auf ein Bild bezieht, das schon ewig in der Vergangenheit liegt. Also, pass auf, wir haben uns auf ein Bild bezogen, das ewig in der Vergangenheit liegt. Hier, 28.04.2018. Wer macht denn solche Fotos? Warte, wo ist denn... Nice. Ja, nice. Ehrenmann, Rainer. Wer macht denn diese Fotos? Wer läuft denn im Supermarkt hinterher und macht denn diese Fotos? Ja, Rainer, stimmt. Das hat sich richtig gebessert, Bruder. Nice. Aber Rainer, du hast recht, ich würde es auch nicht machen so, weißt du? Warum soll ich mir die Mühe machen, jedes Mal aufräumen und die Wände weiß streichen, wenn sowieso wieder Scheiße kommt, weil jeden Tag neue Leute vor der Tür stehen? Ich verstehe dich da irgendwie. Oh, warte kurz, ich muss meine Facecam wegmachen, weil, ne, da wurde ja schon reagiert, Bruder. Oh, ist das göttlich. Warte, wie können wir denn das machen, dass man sieht, welches die neue Cam ist? Das hier ist dann die neue Cam jetzt. Na, Rainer hat oben rechts, dann hab ich einfach oben links. Dann sind wir uns nicht im Weg, Bruder, ne? High five! Kek. So, weiter geht's. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja, Leute, passt auf. Ah, warte kurz, Bruder, stimmt. Mama? Ich mach kurz die Tür zu, sonst rastet der Rainer wieder aus, ja? War einmal Drachen. Ich möchte hier nicht irgendwie. Pass auf! Beste Stelle! Beste Stelle! Mir schaut's besser aus. Ey, Mann, ja! Einfach nicht. Ey, Mann, ja! Aber ist das mit der offenen Tür irgendwie ein neuer Stil? Ist das irgendwie. Sein Haus sieht aus wie Scheiße, aber er beschwert sich, wenn ich streame, dass meine Tür offen ist. Ehrenmann. Das sollte einfach nur ein Witz sein. Und er geht da voll drauf ab. Das sollte einfach nur...
Das sollte ein Witz sein, weißt du? Er hat gemerkt, wie lächerlich das war und jetzt versucht er sich mit der These zu retten, dass das nur ein Witz war. Aber er sagt kein einziges Mal von wegen, ja, Spaß oder Kappa oder sonst was. Weißt du, das sagt er kein einziges Mal. Das sagt er kein einziges Mal, sagt er das. Nein, er sagt das kein einziges Mal. Er hat es ernst gemeint mit der Tür. Er hat es ernst gemeint. Junge, der streamt in einem Zimmer mit einem Waschbecken hinten dran. Seine Kaffeemaschine steht auf irgendeinem kaputten Kühlschrank. Komplette Wand ist mit Poster vollgeklebt, damit man den Schimmel nicht sieht. Und er beschwert sich über meine offene Tür. Also, Ryan, of course. Ne? My English is not the best, but it's thank you. Das mit dem Ab... Was, ach so, mit meiner Mom, Ehrenmann. Ryan, my English is not the best, but I can translate you this after the video. I try to convert the audio from German to English to you, that you can understand the whole Thema. Ja, of course, if you want. Das war nicht einmal auf ihn bezogen, sondern weil ich das in anderen Videos in letzter Zeit öfter gesehen habe, dass öfter, wenn bei so Videos, dass da im Hintergrund die Tür offen ist. Deswegen habe ich das gesagt. Das war nicht auf ihn bezogen als solches. Das war auf die Tür bezogen. Wie neuer Stil, dass man die Tür offen lässt? Mein nur. Da kam einfach nur dieses Trockene. Ich meine nur, weißt du, nicht so Kappa oder Spaß oder sowas. Du könntest das lesen, oder? Warte kurz, ich muss ganz kurz was googeln. So, und jetzt googelt er nämlich irgendwas wegen meinem Haus. Genau. Stimmt, Bruder, meine Tür, die... Ey, Rainer, ganz ehrlich, ist doch scheißegal, ob der Sperrmüllhaufen vor der Tür weg ist, Junge. Du beschwerst dich über eine offene Tür und sagst, ja, ist das jetzt Mode oder was? Obwohl du in einem... Du, Junge, du wurdest im... Nee, sorry. Schweinestall ist zu krass, ja? Schweinestall ist zu krass. Ja, das ist ja ein gehobenes Etablissement. Junge, du lebst in einem Gebäude, wo ich nicht mal meine Katzen drin leben lassen würde, ja? Junge, die ist schon total asozial. Ich habe nichts von asozial gesagt. Das ist etwas, was er verstand. Junge, ich habe auch nicht gesagt, dass du es gesagt hast. Ich habe einfach nur gesagt, Junge, du lebst asozial. Das ist Fakt. Da kann meine Tür auch nichts dran ändern. Dafür kann ich aber nichts. Das ist so eine typische Hater-Aktion, ja? Er sieht irgendwas, was ich gesagt habe, und verdreht es gleich ins Negative, aber brutal ins Negative. Das machen alle Hater. War schon immer so. Ich habe nichts von... Junge, sag mir mal bitte, wie man das verharmlosen kann. Sag mir mal bitte, wie man ein schimmelndes Gebäude, wo monatelang vorne dran verfaulender und verwesener Sperrmüll liegt, wie kann man das verharmlosen? Wie kann man das verharmlosen, Rainer? Asozial gesagt. Ich habe nur gesagt, ob das ein neuer Stil ist. Und das war darauf bezogen, weil es in vielen Videos momentan so ist. Außerdem, das hier ist ein Bild von vor... Ja, steck mir den Das müsste 2013 gewesen sein. 2013, 2014, war im Mai ungefähr. Als drei. So. Dankeschön, Marco. 2013, 2014. So. Und das Bild original ist das hier. Ja. So sieht es mittlerweile aus. Das ist sogar direkt von heute, das Bild. Das habe ich gerade extra mit meiner Vlogkamera gemacht. Als ich mal kurz rausgegangen bin, habe ich das mal schnell aufgenommen. Hier ist ein Weinstock, der da auch schön rumklettert. Und hier steht ein Auto von meinem Kumpel, da steht mein Auto. Rainer, warum hast du eigentlich keine Rundtour gemacht? Es ging ja um dein japanisches Bad. Beziehungsweise mein Ausschlachtauto. Das war es auch schon. Also, Junge, das ist dein Ausschlachtauto. Dieser Haufen ist schon lange nicht mehr da, sonst könnte das Auto hier gar nicht stehen. You know, das ist Leute. Einfach so eine Sache. Ich habe nichts von asozial gesagt, aber er ist wieder mal so... Es wird immer so, ja, Hauptsache der andere. Warte, nur weil du meine Tür nicht asozial genannt hast, darf ich diesen asozialen Haufen von Müll vor deiner Haustür nicht asozial nennen. Ehrenmann. Der andere ist schlimmer als ich. Ich habe aber nichts davon gesagt, dass es schlimm ist oder nicht. Aber er muss dann gleich sowas, der geht halt gleich wieder unter die Gürtellinie. Ich habe nur gefragt, ob das ein euer Stil ist. Das war, wie gesagt, nicht mal nur auf ihn bezogen, sondern auf andere auch. Habe ich vielleicht nicht dazu gesagt, gut, hätte ich vielleicht machen sollen. Aber ganz im Ernst, das ist ja wohl... Meine Tür ist schon krass, Rainer. Da hast du recht. Also nichts. Warneck, danke für den Ja, Mann. Wenn ich es nehme. Ja, Mann. Ja, da hast du völlig recht, Rainer. Und was ist, wenn du es jetzt zumachst? Da ist offen, Alter. Was hat er gerade gesagt? Und was ist, wenn du zumachst? Da ist offen, Alter. Das ergibt gar keinen Sinn. Bruder, schimmelt dein Haus? Nein, ist kein Schimmel. Da ist die Farbe abgegangen, Excel. Das ist abrupt. Stimmt, Alter. Ich habe das mal gelesen, Alter. Ich habe das mal gelesen in einer Zeitschrift, dass Farbe, wenn Farbe abgeht, dann wandelt sich das um in so grünen Schimmel. Ja, das ist...
Das ist so eine Reaktion, Alter, von Stoffen und Elementen. Problem, weil der Balkon, auf dem Balkon ist das sogenannte Schweißblech oder Unterschweißblech, glaube ich, heißt das irgendwie, ist da kaputt. Das heißt, die Dachrinne, und deswegen läuft da leichtes Wasser runter, deswegen ist da im Laufe der letzten 10 Jahre oder letzten 7 Jahre die Farbe abgegangen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Also ganz ehrlich, ja, bei uns regnet es auch oft. Hier regnet es dauerhaft runter, die Wand hier bei mir. Da draußen beim Nachbar regnet es dauerhaft runter. Dauerhaft regnet es da runter. Da ist nichts mit Schimmel. Oder sonst irgendwas. Oder Farbe ab oder sonst was. Junge, Farbe geht doch nicht von Wasser ab. Das ist Hausfarbe. Das ist wasserabweisende Hausfarbe. Ich kenne Häuser, die sind seit 50 Jahren einmal angemalt worden. Und da ist keine Farbe ab wegen Wasser. Du bist ein Schwätzer, Rainer. Da läuft Wasser runter. Was passiert, wenn Wasser in Mauerwerk eindringt? Genau, es schimmelt. Du bist ein Dummschwätzer, Rainer. Du bist einfach nur ein Dummschwätzer. Rainer, du bist ein Dummschwätzer. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Hoffentlich siehst du das, Rainer, du bist ein Dummschwätzer. Du pisst auf deine Leute. Ja, 20.08. bin ich auch da, ich komm vorbei. Rainer, du pisst auf deine Leute und du bist nicht mal so nett und verkaufst es denen als Regen. Wen willst du denn hier verarschen, Junge? Das ist Schimmel. Das ist keine Farbe ab wegen Wasser, das ist Schimmel. Schimmel, das ist ein Pilz. Und Pilz ist eine Pflanze. Die Pflanze, die verbreitet sich. Dieser Pilz verbreitet sich und drückt damit den Mörtel vorne weg. Quasi den Putz der Mauer. Und deswegen bröckelt das ab bei dir. Das hat nichts mit Wasser und Farbe ab. Gar nichts. Null. Mein Haus müsste ich generell mal neu streichen. Das stimmt. Ja. Das ist übrigens auch noch eines der ersten Bilder. Hier sind noch nicht mal die Pfosten dazwischen. Das ist auch eines der urältesten Bilder. Das Bild dürfte locker von 2012, 2013 sein. Da steht noch das Wackenschild. Ein Pilz ist auch eine Pflanze. Natürlich ist ein Pilz eine Pflanze. Ja, ein Pilz ist auch eine Pflanze. Ist halt ein Pilz. Sexuell auf höchstem Level der Erotik. Ja, danke. Ein Pilz ist auch eine Pflanze. Zählt halt zur Gattung Pilz. Das ist genauso, wie ich jetzt sage, Tier. Ein Vogel ist auch ein Tier. Vogel zählt halt zur, was weiß ich, wie man das nennt, irgendeine Tiersorte, die Eier legt halt. Kein Säugetier, sondern was weiß ich. Natürlich, Pilze sind auch Pflanzen. Ja, okay, Leute, dann einigen wir. Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Ja, lü. Ein Pilz ist keine Pflanze. Ein Pilz ist ein Pilz, es tut mir leid. Ja, die Haut ist kein Organ. Japanisches Bad wird auch fertig dieses Jahr. Ungefähr gewesen sein. 2014 haben sie, das Wackenschild. Das Fuck-Auf-Schild. Das haben sie nämlich 2014 dann geklaut an Summer Breeze. Also entweder war es zu der Zeitpunkt, als ich. Obwohl das Tor ist offen, also müsste ich zu Hause gewesen sein. Jedenfalls, nein, das ist schimmelt nicht. Zum 1.000.000. Mal. Das ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass der. Wie heißt's? Dass die Farbe abgegangen ist. Das ist kein Schimmel, das ist einfach nur der rohe Putz ohne Farbe. Jemand die Tür offen gelassen, ne? Ach, Rainer. Jo. Vor allem ist euch was aufgefallen, er bezieht sich auf alle Sachen von mir. Ich meine, gut, es sieht immer noch, ich habe zwar mittlerweile mal drüber gestrichen, sieht immer noch scheiße aus. Ich habe mittlerweile mal drüber gestrichen. Weißt du, das ist das, was ich mit kein Niveau in meinem Video oder in meinem Stream gemeint habe. Er geht her und bringt halt solche Geschichten, wo ich mir denke. Ja, danke! Aber schauen wir erstmal weiter. Ja, Junge. Er sagt ja auch, dass du ihn beleidigt hast, als er damals auf damals mit dir. Ich sehe auch gerade, dass die Facecam relativ klein ist. Ich weiß nicht, wie groß die jetzt ist, wenn das Video fertig ist, weil ich mich. Ich sehe mich ja oben in der Facecam. Beziehungsweise für euch hier. Ja, ich bin da, Junge. Ich werde da sein. Die ist momentan recht klein bei mir. Es kann aber sein, dass es nur in der Aufnahme so ist. Also ich weiß nicht, ob die jetzt bis hierhin geht. Bei mir geht es nämlich bloß bis hierhin. Das hier ist die Facecam bei mir. Weiß also nicht, ob die bei euch größer ist. Was mit dir machen wollte.
und er deshalb jetzt nichts mit dir machen möchte. Ich habe ihn nie beleidigt. Das ist der Witz daran. Ich habe ihn nie beleidigt und ich habe gesagt, Konversation. Ich habe im Prinzip genau das gesagt, was ich euch auch gesagt habe, dass ich mit jemandem eigentlich in Verbindung gebracht werden möchte. Reinhard, daran merkt man eigentlich mal wieder, dass deine komplette Existenz, ja, die ist, ich weiß nicht so, kennst du die Matrix? Die Matrix ist wie dein Leben. Es ist alles auf Lügen aufgebaut, Rainer. Wo habe ich denn gelogen? Ich habe ihn nie beleidigt. Ich habe gesagt, ich habe genau das gleiche gesagt, was ich euch gesagt habe, was ich auch im Video gesagt habe. Dass ich mit jemandem wie ihn, weil er sich nackig in seinen Streams hinsetzt und dann auf seinen Bauch rumhaut. Das ist eigentlich etwas, was ich extrem widerlich finde und deswegen ich mit ihm eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden will. Hab mir aber gedacht, gut, du kennst ihn nicht. Versuchst du einfach mal zu schauen, ob da was funktioniert. Du hast dir gedacht, oh geil, 180.000 Abos. Oder ob man sich vielleicht doch gut vielleicht versteht, kann man ja mal was machen. Ich versuche auf andere Menschen zu gehen, Stück Scheiße, Menschen Junge. Zu unterhalten, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment die Person nicht so schön oder so geil oder sonst was finde. Und ich meine im Sinne von schön und geil nicht von, oh, die sieht ja geil aus oder boah, sondern ich meine damit einfach nur, wenn ich mit der Person eigentlich keinen Kontakt habe, ja. Mit der Person eigentlich nicht so. Ich will nein, es gab keine Nippelpizza. Ich versuche trotzdem erstmal mit der Person zu reden oder mich mit der Person zu unterhalten, bevor ich hergehe und die gleich verurteile, weil ich mich nie auf den ersten Eindruck verlasse. Niemals. Deswegen, ja. Man hat meinen Nippel nicht gesehen, weißt oder? Du, ich war damals, als ich noch auf Twitch war, vorbei, da hatte ich 500 Hallo, Follower oder sowas. Da kannte mich noch kein Schwein, da kanntest du mich auch noch gar nicht. Da habe ich auf deinem Teamspeak kam ich an und habe gefragt, Rainer, darf ich mit dir ein Interview machen? Du hast mich beleidigt und wolltest Geld von mir. Erstens mal, ich habe noch nie für Interview Geld verlangt. Noch nie im Leben. Und er sagt jetzt gerade irgendwas von... Moment, was hat er gesagt? Und habe gefragt, Rainer, darf ich wann mit MTSB Schwein, da kanntest du mich auch aufgebaut, Rainer. Weißt du, ich war damals, als ich noch auf Twitch war. Auf Twitch, da hatte ich 500 Follower oder sowas. Da kannte mich noch kein Schwein, da kanntest du mich auch noch gar nicht. Okay, er sagt keine Zeit. Er sagt deutlich, ich kannte ihn noch nicht. Und, Excel, ich will jetzt keine Beleidigung raushauen, deswegen versuche ich es anders zu sagen. Glaubst? Ey, Rainer, also ganz ehrlich, jede Aussage von dir, ja, ich könnte niemals eine Aussage von dir als Beleidigung nehmen. Schau dich doch an, du bist ein Trauerkloß. Du bist ein Trauerkloß, Rainer. Die einzige Zeit, die du draußen verbringst, ist, wenn du zum Rewe einkaufen gehst. Und selbst da wirst du fotografiert. Du bist ein Nichts, Rainer. Es tut mir leid. Ich bin auch nicht besser. Ich bin fett. Ich sitze oft zu Hause. Ich habe keine Freundin, ja. Aber ich gehe raus und mache Sachen. Ich habe ein paar Freunde. Ich habe meine Leute hier. Ja, ich bin auch nicht viel besser. Aber du bist ein Nichts, Rainer. Du bist ein Nichts. Du versuchst dich jetzt irgendwie an irgendwas hochzuziehen. Du versuchst dich an irgendwas festzuklammern. Du bist ein Nichts, Rainer. Ein Nichts. Du bist ein Nichtsnutz. Ein Nichtsnutz bist du, Junge. Du bist... Ah! Du wirklich ernsthaft? Dass ich, oh, Marco. Ich mich daran erinnere, Nippe wer mich schon Pizza. Alles nach einem Interview gefragt hat. Alter, das ist Jahre her. Letztes Jahr, Juli 2017. Es ist Jahre her. Ja? Aber Rainer, ganz ehrlich, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Nur weil du dich nicht mehr an mich erinnerst, ja? Und du mich beleidigt hast, du hast mich vom Teamspeak gejagt, ja? Du hast mir die virtuelle Prügel rausgehauen. Du wolltest Geld von mir für ein Interview, das ist Fakt. Du hast mich auch, du hast mich sogar beleidigt. Nee, ich geb keine Interviews. Ja? Du wolltest erst Kohle und hast du gesagt, du machst keine Interviews mehr. Du bist einfach ein rückgratloses Stück Scheiße. Es tut mir leid, wenn es so hart ist, aber es ist so hart. Und das macht doch die Sache an sich, das macht es doch nicht besser, nur weil du jetzt sagst, ja, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenn ich dir öffentlich sage, ich will nichts mit dir machen, dann nimmst du das direkt, boah, der Excel, der ist so böse. Ja, erstmal drei Teile raushauen, wie J.K. oder K.J. Tolkins oder wie die Alte heißt, die da diesen Herr der Ringe gemacht hat, ja? Keck, Junge. R.W. Tolkins, TS, Junge. Sagen wir mal, das ist Wenn er sagt, das ist noch, da kann den noch kein Schwein und das war vor einem Jahr oder was? Okay, cool. Aber Alter, weißt du, wie viele Interviewanfragen ich in der Woche bekomme? Geschweige denn im Laufe des letzten Jahres? Ja, Rainer, die meinst bestimmt alle ernst mit dir. Mein Teamspeak gibt es seit Februar 2000.
seit Februar 2017 gibt es den DS jetzt mittlerweile. Link übrigens in der Beschreibung. Ja, ach, ich bin unten. Und ich muss nur eine rauchen. Glaubst du im Ernst, wirklich im Ernst, dass ich mich daran erinnere, was vor 5 Jahren, was vor einem Jahr war, mit irgendwelchen Interviewanfragen? Außerdem, die meisten von solchen Anfragen habe ich immer unhöflich beantwortet. Das gebe ich auch zu. Gut, an der Stelle muss ich mich entschuldigen, wenn das wirklich so zutrifft, wenn er das wirklich sagt, dass das stimmt. Geld habe ich dafür nie gewollt, das ist definitiv eine Lüge. Aber wenn es wirklich zutrifft, was er sagt. Da habe ich. Funktioniert meine Cam? Ich glaube, die Cam hängt manchmal. Also, wenn das wirklich zutrifft, was er sagt, dann ist das manchmal einfach kompletter Bullshit. Warte, was? Ich weiß nicht. Als ob ich mich nach einem Jahr noch daran erinnere, wer mich alles schon nach Interviewfragen gesetzt hat. Ich habe im Jahr 2017 3 Interviews gemacht, von denen nur eins kam und das auch dann nur bei Boneclicks und die anderen 2 sind komplett unter den Tisch gefallen. Und die restlichen 100.000 Anfragen, die ich jede Woche bekomme, übertrieben gesagt, erinnere ich mich nicht mal mehr eine halbe Stunde später dran, weil ich am Tag hunderte solche Anfragen kriege. Und weil ich normalerweise keine Interviews gebe. Sowas gebe ich ganz, ganz selten. Der Newstime war zum Beispiel meine absolute Ausnahme. Der Newstime war eine Ausnahme, also, weil du dadurch Reichweite bekommen hast. Karim! Danke für deine Donation. Nein, Junge, erzähl mir doch nichts. Aber Newstime war voll die Ausnahme. Junge, erzähl mir nichts. Ganz ehrlich. Wenn Newstime nicht diese Reichweite hätte, ja, dann, keine Ahnung, hättest du es auch nicht gemacht. Erzähl mir doch nichts, Rainer. Rainer, erzähl mir doch nichts. Junge, auf mich anzulügen, Rainer. Ganz im Ernst, wie... Doch, muss ich sagen, wie anmaßend ist es zu erwarten, dass ich nach einem Jahr noch weiß, wer mich alles mit Interviewanfragen gestellt hat? Ich mach gar nichts, ich war auch nicht so von dem oder mit dem. Woher soll ich wissen, dass das du damals warst? Ja. Und dich beleidigt? Naja, wenn man normalerweise am Tag hunderte solche Anfragen kriegt und die ganze Zeit permanent beleidigt wird bei solchen Anfragen, braucht man sich nicht wundern, wenn ich dann mal drauf pissig reagiere. Wie gesagt, dafür muss ich mich dann durchaus entschuldigen. Aber ich sehe das trotzdem irgendwo nicht ein, mich so runterzumachen. Wenn du wirklich so viel besser bist als ich, dann machst du es nicht besser dadurch, dass du hergehst und mich jetzt genauso fertig machst in deinem Video. Junge, das ist nicht mal mein Video. Schauen wir weiter, weil wir sind schon auf 12 Minuten, Junge. Und der hat bloß 11 Minuten 12. Auf deinem Teamspeak kam ich an und habe gefragt, Rainer, darf ich mit dir ein Interview machen? Du hast mich beleidigt und wolltest Geld von mir. Da war sogar noch jemand dabei. Das hat nichts mit der Reichweite als solches zu tun. Es ist einfach darum gegangen, dass er mich angeschrieben hat, zu mir gekommen ist, nach der Sache mit der E-Mail. Um Entschuldigung für meinen Kaffee. Nach der Sache mit der E-Mail vor 3, 4 Wochen, 5 Wochen. Und da habe ich mir dann gedacht, na gut, kann man ja mal schauen, ob vielleicht was ist, ja, oder ob er was machen will. Außerdem, zu einer milliardensten Mal habe ich auch schon 100 Mal gesagt, ich mache in erster Linie deswegen was mit Großen, weil die großen YouTuber oder größere YouTuber leichter mit dem Hate klarkommen, weil sie eine eigene gefestigte Community haben. Es tut mir leid, wenn ich so anmaßend bin und versuche mit dir was zu machen, weil du vielleicht mit dem Hate klarkommst, den du vielleicht bekommen könntest, dadurch, dass wir was zusammen machen. Es tut mir wirklich ernsthaft leid, wirklich. Ganz im Ernst. Weißt du, der Witz daran ist, du wolltest was mit mir machen, als du kleiner warst und dich noch kein Schwein kannte. Da wolltest du es nicht machen, Rainer. Warte mal. Fortnite, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht, warte mal. Das ist ja nice. Franz, ich grüße den Floyd Banks. Dankeschön für deine Donation. Das ist ja auch krass. Ich wollte damals mit dir ein Interview machen, Rainer, weil ich damals Mitleid hatte mit dir. Und das weiß auch jeder, weil ich das im Stream gesagt habe. Ich habe dich immer in Schutz genommen, du Depp. Ja, warte kurz. Ich suche hier gerade was. Wie kann man das denn auf Vollbild anzeigen? Wie kann man das denn auf Vollbild anzeigen? Ah, hier. Nice. Warte.
Ich mag ihn ja. Ich mag ihn ja. Ich mag ihn wirklich. Ja, Rainer ist... Marco, danke! Marco, danke schön für deine Donation. Rainer, ich mag dich. Rainer, ich mag dich wirklich. Nicht. Den du vielleicht bekommen könntest, dadurch, dass wir was zusammen machen. Es tut mir wirklich ernsthaft leid. Wirklich. Ah, warte. Der Witz daran ist, du wolltest was mit mir machen, als du kleiner warst und dich noch kein Schwein kannte. Weil ich dich nett fand. Ja, und ich weiß auch nicht. Das hat mit deiner Reichweite als solches nichts zu tun. Es ging darum, dass ich einen Witz machen wollte in einem Drachenlord und dann später generell vielleicht. Außerdem, ich habe dazu komme ich dann gleich noch. Wir können ja mal was zusammen aufnehmen. Ja, wir können. Ich habe nicht gesagt, dass wir was zusammen aufnehmen können. Definitiv nicht. Das ist wieder so eine Wortrumgeglauberei. Es geht um eine E-Mail. Ich grüße Luca und Nico. Danke für deine Donation. In der E-Mail habe ich gesagt, ich möchte ihm was anbieten. Ich habe nichts von Aufnehmen gesagt. Stimmt, Rainer. So kann man es auch ausdrücken. Ganz ehrlich, Rainer. Wenn du mir mit einem Angebot kommst, dass ich in deinem Video Gast bin und ein paar Sätze sage, dann ist das ja zusammen was aufnehmen. Junge, ach, Rainer. Oh. Das machen und wir können ja jenes. Nur das eine mit dem Drachenlord war natürlich, mit dem Drachenlord-Format, war eine Szene, wo man. Das mit deinem Game-Server, mit deinem Game-Kanal, das hast du nicht erwähnt, ne? Dass da noch was war. Junge. Vielleicht was machen hätte können. Etwas, was ich übrigens unter den Tisch fallen habe lassen. Das machen, weil er hast du da Lust, melde dich bei mir. Junge, ganz ehrlich, du hast das bei dir öffentlich gemacht. Du hast in deinem Stream hast du gesagt, ja, ey, ich habe den Excel angeschrieben, ob wir was. Ich habe nicht gesagt, was ich geschrieben habe. Ich habe lediglich gesagt, dass ich ein paar Leute angeschrieben habe. Und da habe ich auch gesagt, dass ich, ich weiß gar nicht, wen alles angeschrieben habe. Ich habe Gronkh angeschrieben, Turbinator habe ich angeschrieben, ich habe Excel angeschrieben, ich hatte German Let's Play und Zombie angeschrieben und ich glaube, Paluten habe ich angeschrieben. Generell einfach ein paar YouTuber halt mal. Ein paar habe ich für Gaming angeschrieben, ein paar für normale Videos. Und Excel war halt eher für die normalen Videos unter anderem. Deswegen habe ich ihn mit dem Hauptaccount angeschrieben. Ich mag den Excel gar nicht. Vorher mit dem Gaming-Account. Nee, Quatsch, andersrum. Ich habe mich am Hauptaccount angeschrieben am Video. Und später habe ich ihn versehen mit dem Gaming-Account angeschrieben, was er mit dem Hauptaccount machen wollte, wo ich mir gedacht habe, ich melde mich nochmal. Vier Facecams. Das war ein Versehen, das habe ich aber auch extra gesagt. Da einmal zusammen machen. Und da deine einmal. Leute haben nämlich unter meine Videos kommentiert von wegen, hey, antworte doch mal auf Rainers E-Mail. Ich hab... Oh, das war aber überraschend gerade. Das war echt überraschend, dass das ja gerade... Ja, das war... Pass auf! Nee. Das war überraschend gerade. Am 20.8., ne? Was ist denn am 20.8., ne? 20.8. 20.8. Altschauerberg. Oh, warum gehen denn das... Hä? Der hat eine Freundin? Als ob der mal eine Freundin hatte. Nee. Ekelhaft. Open Air beim Drachen? Ja, nice, Mann. Das feiere ich ja richtig. So, wer hat denn jetzt schon wieder was hochgeladen hier? hier. Ich würde das gerne striken lassen, weil ich halt nicht möchte, dass mein Name so mit Rainer in Verbindung gebracht wird. Der kann damit ja ganze Existenzen zerstören, weil Rainer hat halt schon krasse Hater. Muss man schon sagen, also da sind wirklich Menschen dabei, menschlich gesehen Schmutz, ja. Und er schadet mir ja damit. Er schadet mir ja damit. Er schadet jedem Menschen, dessen Namen er in den Mund nimmt, schadet er ja damit. Das ist wie AIDS. Wenn du deinen Lümmel irgendwo reinhebst, dann hat die auch AIDS. Und so ist das halt mit Rainer. Rainer ist halt wie AIDS. Rainer ist AIDS. Ja.
Ja, Rainer hat AIDS. Also ist AIDS. Hat AIDS. Nee, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung.